Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. So, wenn es eine soziale Aufgabe in der Gesellschaft für einen Zauberkünstler gibt, dann ist es, auf Scharlatane hinzuweisen. Das hat Harry Houdini schon gemacht. So, wenn ein Thorsten Havener aus München, der bei Kerner sagt, er kann, ich habe ein Buch geschrieben über Mikroausdrücke, ich kann jetzt hier bei dir im Gesicht ablesen, wie bei Think, na, egal, gibt es eine Serie. Weißt du, das ist? Ich glaube, der war auch bei Next Uri Geller damals. Ja, ja. Dabei. Das ist möglich. So einer, der immer so einen anguckt und dann genau weiß, so, was... Dann sagte er, ob rechts oder links die Münze in der Hand ist. Und Kerner war schweinebegeistert, hat den gefeatured ohne Ende. Der Typ ist ja irgendwie mit seinem blöden Buch Millionär geworden über Mikroausdrücke. Der Typ ist Zauberer. War das das, wo der denken Sie nicht an einen blauen Elefanten? War das eins von so? Ja, ja. Es gibt da ganz viele ja davon. Ja, ja. Also so, es gibt da. Ich will jetzt nur mal mit dem Beispiel der Münze, wo man dann eben sagt, ist das rechts oder links. Also so. Es wurde die Redaktion. Wenn du journalistisch ausgebildet bist, dann hast du eine Aufmerksamkeitspflicht. Mhm. Und du kannst ja nicht Stuss senden und Schwachsinn. Und das macht mittlerweile meine geliebte NDR Talkshow, also die machen das genauso, obwohl sie es wissen von mir 1:1, es ist ihnen aber egal. Sie sagen, wir scheißen auf unsere journalistische Aufmerksamkeitspflicht, wir laden Showhypnotiseure ein, weder mit Hypnose hat das was zu tun, wir haben in Deutschland auch nicht mal ein richtiges Fachbuch dafür, es gibt nur ein englisches, it starts with a post. Dass die Beeinflussung mit dem Poster losgeht, das da drin, heute Abend tritt hier ein Hypnotiseur auf. Das ist die erste Beeinflussung. Wer tritt da heute Abend auf? Ein Hypnotiseur. Stimmt, ja. So, wer kommt? Ein Zauberer. Ja, genau. Ja. So, aber dass der gar kein Zauberer ist, also so, oder kein Hypnotiseur, also so, Showhypnose, so. Ist eben, hat überhaupt nichts mit medizinischer Hypnose zu tun und so weiter, ist noch nicht mal eine Hypnose. Das ist einfach nur ein Trick. Also so, nee, es hat mit Druck zu tun. Es hat mit verschiedenen Sachen. Du kannst auch Schmerzen auf der Bühne heilen, das geht. Wenn du jemanden aus Neupummelsdorf, der noch nie auf einer Bühne gestanden hat, vor 500 Leuten auf die Bühne ziehst, jetzt noch 2-3 Sachen mit der macht, ob die starke Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen hat und so weiter, das kannst du alles durch Bühnendruck auch wissenschaftlich bewiesen in Studien und so weiter. Sowas kann man sozusagen unter Druck heilen. Also natürlich kommt das am nächsten Tag wieder. Für den Moment ist Adrenalin Moment stärker. Adrenalin ist top. Sogar den ganzen Abend hat die keine Schmerzen. Ich war dabei, als Hannussen the Second in Grömitz im Kursaal, da haben wir ihn wieder, jemanden geheilt hat. Also nicht geheilt hat, aber das vorgeführt hat. Und wenn sie selber noch eben Hypnotiseure eben featuren oder was ich gesehen habe, Absprachen in Sendungen, also besonders in Talkshows, dass es geht einfach nicht. Ja, also so, du kannst nicht jemanden, der behauptet, er hätte Wissen über Mikroausdrücke in deinem Gesicht und kann damit Rückfolgerungen finden, wo die Münze ist, und in Wirklichkeit hat er eine scheiß magnetische Münze und Magneten in der Hand versteckt. So, dass du, und dann kannst du den nicht als übersinnlich hinstellen und dich nachher 2-3 Jahre später wundern, wieso gibt es so viele Idioten in Deutschland, die irgendwie an Verschwörungen glauben. Da ist das ZDF mit Schuld, sogar die Extremen, die haben Extremleute eingeladen, Leute, die sie als Mentalisten und was auch immer angekündigt haben, die als Zauberer angekündigt werden müssen. Und das eben, deswegen ist die fachliche Bezeichnung auch so wichtig, weil dann weiß man, der ist Zauberer. Also so, das ist kein Mentalist. Das ist einfach nicht wahr. Und damit habe ich durchaus ein Problem. Und mit meinem eigenen Sender. Kann ich verstehen. Mit meinem eigenen Sender auch. Das finde ich auch, als sie The Next Uri Geller ProSieben gemacht haben. Ja, das habe ich nämlich eben angesprochen, weil das weiß ich noch. Das war schon 15 Jahre her oder so, wo die Sendung lief ungefähr. Und da weiß ich noch, dass danach im Internet man immer geguckt hat in den Foren, wie funktionieren die Tricks. Und das fand ich damals schon Mist, dass die ja nie von Zauberei gesprochen haben in der Sendung, sondern immer nur von Übersinnlichem. Und die spielen so mit den Gedanken der Leute. Ja, unmöglich. Es ist aus verschiedenen Sichten unmöglich. Dazu darf ich bitten, wikipedia.org, nicht .de,
sich die Artikel zu Uri Geller durchzulesen. Also ein Mann, der die American Skeptical Society und somit James Randi von der American Skeptical Society 28 Mal angezeigt hat, Uri Geller, um zu beweisen, dass er diese übersinnlichen Kräfte, seine Story hat sich ja auch immer gewandelt. Erst war die Story, er wurde vom Blitz getroffen, denn er wurde dann und dann erleuchtet und so weiter. Der Typ ist zu Eltern von entführten Kindern gegangen und hat gesagt, ich finde dein Kind wieder. Mhm. Nicht nur einmal. Diese Kinder waren schon lange vergewaltigt und tot. Mit Ängsten von Eltern zu spielen, das ist ja wohl hoffentlich Konsens in unserer Gesellschaft, dass das das asozialste Niveau von allen ist. So, mit Ängsten von entführten Kindern, von Eltern von entführten Kindern zu spielen, so, das ist ekelhafter, geht's ja gar nicht. Ja. Uri Geller ist ein Stück so, wie man so ein Stück also so, das meine ich, würde ich sonst über Menschen nicht sagen, aber das ist so ein ekelhafter Typ, so, das, sowas zu behaupten und wie vielen Menschen der geschadet hat damit, Hoffnungen versprochen hat und so weiter, fand ich auch von der ProSieben Sat.1 Media AG wirklich schwer bedenklich. Ich glaube, es gab sogar 2 Staffeln davon. Ja, weltweit. Uri Geller, obwohl in der ersten Sendung, wo Uri Geller ja im deutschen Fernsehen aufgetaucht ist, nämlich bei... Ganz ursprünglich. Hans-Joachim Kuhlenkampf. War das schon mit diesem Löffel? Oder? Ja, Hans-Joachim und mit der Uhr. Gabel. 1979. Ich komme nicht auf die Sendung. Danach, 2 Wochen, 3 Wochen später, ist ja Hans-Joachim Kuhlenkampf rausgekommen und hat sich entschuldigt. Ne, das war damals ein Skandal und das muss ich entschuldigen, weil jeder scheiß Uhrmacher kann widerlegen, wenn du eine alte Uhr, die nicht mehr geht, so, wenn 100.000 Leute loslaufen, damals noch so viele Fernsehen geguckt und eine Uhr holen, irgendeine schlägt eben auf den Tisch und irgendeine läuft dann eben auch wieder. Ja. Und es wurde ja gefragt, also so viel von der Psychologie, wenn es bei Ihnen geklappt hat, rufen Sie an. Ja. Es wurde nicht gefragt. Wenn es bei Ihnen nicht geklappt hat, rufen Sie an. Ja, richtig. Weil wieso solltest du da anrufen? Rufen die 2, 3 ja begeisterten Leute an. Ja. Es rufen die an, die begeistert sind. Auch meinetwegen die, wie gesagt, bei der Masse, die damals das Fernsehen geguckt haben, ist die Masse ja noch wesentlich höher gewesen. So. Aber die anderen wurden ja gar nicht gebeten anzurufen. Mhm. So, wenn der sagt, ja, nee, bei mir ist gar nichts passiert, ja, wieso sollen sie denn durchstellen? Ja, ja, richtig. Also so, die wurden eben gar nicht gebeten. Das ist die Psychologie, ja auch teilweise hinter der Mentalmagie. Höchst bedenklich, solchen Leuten Forum zu geben, die nachweislich eben so vielen Leuten in ihrer Karriere geschadet hat und auch mit Anzeigen überhäuft haben und so weiter und so fort. Das, ja, finde ich schon. Jetzt hat er vor ein paar Jahren, und das zeigt das Ausmaß von Uri Geller, hat er vom magischen Zirkel England, Großbritannien, einen Preis angenommen. Mhm. Also damit hat er zum ersten Mal sozusagen eingestanden, dass er eben nur Zaubertricks macht. Oder was heißt nur? Aber dass er Zaubertricks macht. Ja. Eigentlich war er ja Mentalmagier. Ja, übersinnlich. Er holte alles von oben. Übersinnliche Kräfte, genau. Ja. Das kann ich verstehen, dass das natürlich für dich als Vollblutzauberer, der die Tricks lernt, der da voll im Ganzen ist, der versucht, das zu kombinieren mit Wissenschaft, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du erreichen willst, was der da seit Jahrzehnten dann durchzieht. Ne? Ja, aber nicht nur wissenschaftlich, sondern es hat eben verschiedene Gesellschaften, also wie gesagt, du kannst ja nicht solche sagen, also und nicht nur ich selbst bin beleidigt, oder was heißt beleidigt, sondern es ist eben, wie wir ja gerade merken, sind Leute, denen du Sachen einreden kannst. Ja. Ja. Und damit fängt es eben an. Die Leute glauben, wenn in der NDR gesagt wird, es wäre ein Hypnotiseur abends im Programm, dann glauben die das. Ja. Ja. So. Und das ist einfach keiner. Und mit dem Typen war ich früher auch mal befreundet. Also so, es sind ein paar aus meinem Freundeskreis eben in diese übernatürliche Schiene. Und ich erinnere mich an Hannussen the Second, der stand Doktor der Parapsychologie und lauter Schrott auf dem Plakat drauf. Der hat Leuten empfohlen, nicht mehr zum Arzt zu gehen, ihr Krebs wäre geheilt, mehrfach verurteilter Verbrecher. Aber so ist das eben das Uri Geller auf. So, den hat man aber ein Forum gegeben, den hat man, ja, du kannst hier so tun, als wäre das übersinnlich alles und so weiter. Und nachweislich zeigt er einfach nur Tricks und auch noch schlecht. Ja. Sein Löffel verbiegen ist
ist schlecht, wenn du dir das, die Chance hattest, das ansehen zu können. Weil heutzutage machst du das mit Memory-Metall. Das heißt, das Metall hat in deiner Tasche ist ein Kühlpack. So, das hat einen kalten Zustand. Jetzt wird es an der Luft langsam warm. Mhm. Erinnert sich an den Zustand, wie er hatte unter warmen Bedingungen. Und dann verbiegt sich dieses Metall vor deinen Augen, genauso wie in Matrix. Sieht sogar kurz flüssig aus. Wie das Kind in Matrix. So, das ist eigentlich im Moment die schönste Version eines Löffels verbiegen. Es hat aber weder mit mentaler Stärke noch mit irgendwas anderem zu tun. Ja. Und das zu behaupten, ist gesellschaftlich einfach schädlich. Und da muss man sich nicht wundern. Und es muss auch nicht ARD, ZDF und andere Sender sich wundern, warum die Leute irgendwie gutgläubig sind und so weiter. Sie probieren ja genau durch sowas. Ja, aber sind die Leute selber mitbeteiligt. Du hast eben gesagt, die Leute glauben das. Ich gehe sogar noch weiter, die glauben das zu wissen, dass das dann wohl auch stimmt. Ja. Ja, also das wird ja nicht verpackt als Magie oder als Zauberei, sondern so als mental, als übersinnliches. Die Leute wissen, dass ich am Anfang Zauberei gemacht habe. Dann habe ich mir irgendwann diesen Nagel in die Nase geschlagen, wo ich schon sagte, das hat sich jetzt durch Corona ein bisschen langsam kapieren die Leute, dass die Nasennebenhöhlen haben und dass sie gerade nach hinten gehen. So, da haben mich die Leute danach gefragt, wie das funktioniert. Und ich kann dir sagen, ich kann dir entweder die Wahrheit sagen, so, dann habe ich aber vielleicht hier eine Diskussion, weil du das nicht glaubst. So, und selbst damals hatte ich Röntgenbilder auf meiner Webseite als Werbefotos oder als Autogrammkarte. Nee, der ist doch zusammenziehbar. Der ist doch zusammensteckbar. Mhm. Ne? Oder der ist doch aus Gummi oder der rollt sich doch auf. Und so, nein, das ist echt. Das ist eine echte Nagel, echte Nasennebenhöhle. Ja. So. Also so selbst bei einer Sache, die man ihnen ehrlich danach erklärt hat, wie das funktioniert, das ist so, das wollten sie nicht glauben. Also menschliche Wahrnehmung ist speziell und die Pflicht der Sender sozusagen, klar müssen die ihr Programm füllen, aber in dem Fall über Zauberei und Sachen Scharlatanerie und Leichtgläubigkeit haben sie sich und Verschwörungstheorien haben sie selber einfach sind mit Schuld. Ja, ganz klar. Eine Riesenverantwortung dafür, dass eigentlich da die, zumindest vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen, die Wahrheit präsentieren. Mich ärgert das ganz persönlich schon, wenn ich in den Tages, weil ich finde, es ist in der Tagesschau angekommen, wenn ich eine englische Übersetzung mithöre und der Sprecher ist 4 Sekunden, 5 Sekunden vorher fertig, beendet seinen Satz, meinetwegen ist der Satz, und deswegen gibt es hier in North Carolina so wenig Mais. So, und dann ist er eben 4 Sekunden vorher fertig und dann hörst du, was der englische Original sagt und du merkst, Sekunde, der hat das nicht gesagt. Das war nicht sein letzter Satz. So, das ist journalistisch, dass wir so weit gekommen sind, dass es in der Tagesschau und Tagesthemen so ist. Also so, mir ist durchaus bewusst, dass es literaturwissenschaftlich und sprachwissenschaftlich, wir haben Wörter im Englischen wie Power, dafür haben wir Kraft, Stärke, also haben wir viel mehr Wörter, Umschreibungen dafür, dass es teilweise schwierig ist, auszuwählen, was da gemeint sein kann von den deutschen Begriffen. Aber also manchmal ist es so locker übersetzt. Also ich habe 2-3 Mal einfach was gehört, wo ich gesagt habe, eigentlich hat er genau das Gegenteil gerade gesagt. Das darf meines Erachtens den Öffentlich-Rechtlichen, also so solcher Sendung wie der Tagesschau und den Tagesthemen, nicht passieren. Ja, da erwarte ich irgendwie eine bessere Recherche. Dann ist auch das Thema egal, das muss einfach korrekt sein. Ja. Die ganzen Gespräche gehen eigentlich viel, viel länger und nicht nur 15, 20 Minuten. Das weiß man aber nur, wenn man bei www.massengeschmack.tv vorbeiguckt. Da bin ich, da sind meine ganzen Kollegen und dort könnt ihr mal reinklicken, 14 Tage kostenlos testen, das ganze Archiv konsumieren und künftig alle Folgen in ganzer Länge sehen.